Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Panorama, dem Wochenmagazin von MEMA TV. Diverse Beiträge erwarten Sie auch in dieser Sendung und damit gleich zu den Schlagzeilen. ÖVP-Pressekonferenz zur Gemeindefusion Bruck-Kapfenberg. Messezeit in Bruck und Generalversammlung und Herbstfest der Landjugend Mürzzuschlag. Neue Akzente setzen möchte man seitens der ÖVP bezüglich der Gemeindefusion von Bruck und Kapfenberg. Kürzlich traf man sich aufgrund dessen zu einer Pressekonferenz. In einem gemeinsamen Pressegespräch unterstrichen ÖVP-Spitzen aus drei Gemeinden ihre grundsätzlich positive Einstellung zur Vereinigung ihrer Gemeinden. Aber neue Akzente sind in der Politik notwendig. Ja, genau, das wäre jetzt unser Ziel, dass wir sagen, alleine das Zusammenlegen, das kann es nicht sein. Es muss mit Qualität ausgefüllt werden, es müssen Visionen gemacht werden, es muss sich die Politik verändern, damit die Bürgerinnen und Bürger das auch dann positiv aufnehmen. Und was können Sie dafür tun? Wir müssen jetzt diesen Prozess wachsam begleiten, weil wir ja als Minderheitspartei nicht die Möglichkeit haben, immer dort aktiv teilzuhaben, wie wir gerne möchten. Die SPÖ wünscht sich eine Großgemeinde. Wie steht der ÖVP-Stadtrat von Kapfenberg dazu? Wenn wir anfangen zu fusionieren, sollten wir eigentlich dort anfangen, was am meisten bringen könnte. Und ich sehe einfach bei uns in der Verwaltung durchaus großes Einsparungspotenzial. Und aus diesem Grund, dass auch wirtschaftlich natürlich auch gemeinsam die zwei Städte vermarkten, aus Gegengewicht zu Graz. Und ich denke mal, das ist eine tolle Sache. Ja. Alles Palette oder gibt es auch Kritik? Naja, natürlich darf man sich wünschen, dass man natürlich als ÖVP oder als Kleinpartei im Gemeinderat oder im Stadtrat mehrere Informationen kriegt. Das ist immer sehr gesiebt, da die sagen. Also da ist die Information und was wir kriegen, ist genau das, was weitergehen wollen, aber nicht mehr. Und was können Sie jetzt noch bewegen? Naja, ich sehe da schon sehr. Es muss ja, dass die Gemeindefusion Wirklichkeit wird. Braucht es einen Gemeinderatsbeschluss. Und da muss man natürlich schon sagen, ich glaube kaum, dass die, oder ich gehe von denen aus, dass die SPÖ auch da sehr interessiert daran sein wird, dass wir als ÖVP da mitstimmen. Aber für uns ist natürlich klar, ganz klar, was kommt als Ergebnis aus. Und da ist es doch die Voraussetzung, dass wir dementsprechend einen Gemeinderatsbeschluss fassen können. Die größte Sorge so mancher Gemeinden ist der Verlust des Bürgerservice und der Infrastruktur. Ja, natürlich. Das sind ja hauptsächlich auch die Sorgen, die man aus der Bevölkerung hört. Gell? Also, dass man natürlich dann möglicherweise niemand mehr auf der Gemeinde vor Ort vorfindet, dass man keine politische Vertretung, das heißt der Bürgermeister ist auf einmal weg. Das sind die großen Sorgen, wo sich der Mensch denkt, ja, jetzt bin ich zweitrangig, muss ich extra in die Stadt fahren, wie erreiche ich da meine Vertretung? Und das macht natürlich schon Ängste, das löst Ängste aus. Aber das muss doch irgendwie möglich sein, dass man hier auf einen grünen Zweig kommt. Ja, genau, das ist unser Anliegen, indem wir sagen, wir wollen eigentlich beim nächsten Lenkungsausschuss als Gemeinde Obereich schon mit dabei sein, dass wir eben unsere Anliegen, unsere Sorgen und unsere Forderungen da einbringen können und ausdiskutieren können mit den zwei Großstädten. Das ist uns ganz wichtig, weil wir wollen genau das, Bürgerservice vor Ort erhalten, eine politische Vertretung, wie einen Ortsteilbürgermeister, das ist eine zentrale Forderung vom Gemeinderat aus Obereich und auch von der ÖVP Obereich natürlich besonders. Auch Herres Vermehen bittet ihren Kunden eine Stunde gratis parken in der Tiefgarage am Brucker Hauptplatz. Herbstzeit ist Messezeit. Nicht nur die traditionelle Brucker Messe steht auf dem Programm, sondern auch die Genussmesse oder etwa die Hochzeitsmesse bieten ein breites Spektrum an Informationen. Auch der Tourismus profitiert von dem großen Messeangebot. Bruck ist Handelsstadt und daher auch Messestadt. Der November ist gespickt mit Neuheiten und bietet so vieles an Abwechslung.
Ja, generell, Messen sind ja heutzutage eher ein Auslaufmodell, wobei das nur bedingt richtig ist. Man kann zum Beispiel im Internet natürlich sehr wohl sich Produkte anschauen, aber einen Kaffee trinken gehen mit seinen Freunden, durchbummeln durch eine Stadt, aber auch durch ein Messezelt kann man nicht. Und das Besondere der Brugger Messe ist, dass es nicht nur eine Messe gibt, sondern dass wir im November gleich 4 Messen hintereinander haben und wir versuchen, sehr viele Bereiche abzudecken. Das fängt eben an von der Hochzeitsmesse im Hotel Landskron über die klassische Brugger Messe. Dann gibt es eine Genussmesse, die hat es ja voriges Jahr mit großem Erfolg schon gegeben. Dabei ist eine Wintersportmesse und zum Schluss gibt es auch noch eine Berufsinformations- und Bildungsmesse im Rathaushof. Also Sie sehen, ein sehr breites Spektrum. Die Brugger Messe hat Tradition und natürlich auch viele Väter. Brugg hat ja generell als Messestadt eine, man kann so fast sagen, eine jahrhundertealte Tradition. Wir stehen ja da vor dem Eisernen Brunnen und da gibt es eine Inschrift, dass der Bartholomä-Markt einmal von Linz nach Brugg verlegt worden ist. Also wirklich jahrhundertelange Tradition als Messestadt und das ist eigentlich nur die logische Konsequenz, dass wir hier weitermachen. Und diese Genussmesse hat ja im Vorjahr sehr viel an Zuspruch gehabt. Ja, wir haben mit dem Mike Johans natürlich ein Aushängeschild, ein kulinarisches. Das ist unser Top-Gastronom, kann man sagen, im Bereich der Haubengastronomie. Wir sind ja, das kann ich auch erwähnen, mit dem Mike Johans im Februar dann auch bei der Weltmeisterschaft in Schladming. Also die Genussmesse steht auch für die Genussstadt Brugg an der Mur. Die Brugger Messe hat sich behauptet und die Kapfenberger Messe verdrängt. Messen verdrängen sich nicht, sie ergänzen sich. Der Kunde ist heute schon so flexibel und auch so informiert, dass er weiß, wo er sich informieren kann. Und es kann aus meiner Sicht nicht genug Veranstaltungen für die Wirtschaft, für die Städte geben, damit die attraktiven Angebote präsentieren werden. In der Grazer Straße in der Kaffeekonditorei Mandl werden jedes Jahr feinste Allerheiligenstritzel zubereitet. Der Allerheiligenstritzel besteht bei uns wirklich noch aus Naturprodukten. Es ist mit Butter, wirklich Butter, Milch, Ei, Zucker, alles was jetzt aus unserer näheren Umgebung. Nachdem der Teig fertig vorbereitet wurde, ist es nun sehr wichtig, den Stritzel gleichmäßig zu flechten. Dann wird er mit Ei bestrichen und mit Hagelzucker oder Mandeln bestreut. Sobald der Stritzel schön goldbraun ist, wird er aus dem Ofen genommen und ist nun servierfertig. Stritzeln kann man in der Kaffeekonditorei Mandl in den verschiedensten Größen erwerben. Die gängigsten Varianten sind aber halbe Kilo und Viertelkilo Stritzel. Also versuchen Sie unbedingt den Allerheiligen Stritzel in der Kaffeekonditorei Mandl in Brugg. Einen Herbst wie im Bilderbuch können wir in diesem Jahr verzeichnen. Trotz des durchwegs schönen Wetters befinden sich die Temperaturen allerdings auf einer Achterbahnfahrt. So sieht es zwischenzeitlich auch mit dem körperlichen Befinden vieler aus. Die Schnupfenzeit hat wieder ihren Anfang genommen und in den Apotheken wird man kompetent beraten. Kaum ist die Übergangszeit da, sind die Schnupfennasen nicht weit. Um die kalte Jahreszeit möglichst gesund zu überstehen, ist es jetzt wichtig, die Immunabwehr zu stärken. Also prinzipiell ist mal eine als Grundvoraussetzung dafür, dass man ein gutes Immunsystem hat, dass man sich ausgewogen ernährt. Das heißt nicht nur die Grundbausteine wie Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, sondern auch, dass man schaut, dass man eine genügende Vitaminzufuhr hat, Mineralstoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe zu sich nimmt. Weiters wäre es natürlich gut, dass man sich sehr viel im Freien bewegt. Das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt Leistungssportler sein muss, sondern in erster Linie, dass ich einfach tägliche Spaziergänge vornehme, vielleicht auch mal den Lift sein lasse und die Treppe benutze oder einfach ja, mit dem Radl ein bisschen fahre. Und man sollte natürlich Stress reduzieren,
oft schwierig. Und das sind lauter so Dinge, die man mal prinzipiell beachten sollte. Wenn man das nicht schafft, vor allem ältere Menschen und Kinder und vor allem stressgeplagte Menschen neigen dazu, dass sie ihre Immunakkus einfach entleeren. Dadurch, dass sie das einfach in erster Linie durch einseitige Ernährung eben nicht schaffen, die Immunakkus aufzufüllen, die müssen sich auf jeden Fall, wäre gut, wenn sie sich ein gutes Multivitaminpräparat zuführen. Wenn man jetzt schon eine Erkältung hat, kann man irgendwas tun, um den Heilungsprozess zu beschleunigen? Ja, in erster Linie ist es einmal, dem Körper Zeit zu geben, das heißt Ruhe zu finden, den Stress sein zu lassen, sich warm einpacken. Wenn man kein Fieber hat, kann man auch leichte Spaziergänge draußen machen. Ansonsten gibt es natürlich verschiedenste Wirkstoffe in der Apotheke. Man kann mit Homöopathie sehr viel erreichen, mit Schüsslersalzen und eben durch eine gezielte Zufuhr von Mikronährstoffen. Also her mit dem gesunden Essen, raus in die Natur, dann klappt's auch mit der Gesundheit. Auch das Unternehmen Inteco unterstützt die Gratis-Parkstunde in der Hauptplatz-Tiefgarage Bruck an der Mur. Die alten Papierführerscheine bleiben nach wie vor gültig. Trotzdem sind viele gut beraten, indem sie sich einen neuen ausstellen lassen in Scheckkartenformat, weil sich zum Beispiel der Name geändert hat oder das Foto nicht mehr passt. Die Bezirkshauptmannschaft lud deshalb zu einem Führerschein-Aktionstag ein. Seit März 2006 wird in Österreich der Scheckkartenführerschein ausgestellt. Papierführerscheine können, aber müssen nicht umgetauscht werden. In der Bezirkshauptmannschaft Bruck hatte man heute ab 7 Uhr im Zuge eines Aktionstages Führerschein die Möglichkeit, sich einen neuen Führerschein ausstellen zu lassen. Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass der Führerschein das einzige Dokument ist, was eigentlich nie getauscht worden ist und dass sehr viele alte Führerscheine im Umlauf sind. Die sind teilweise 40, 50 Jahre alt. Ja, und freiwillig ist bis jetzt eigentlich noch keiner gegangen, den Führerschein umzutauschen und man will die Dokumente eigentlich wieder auf einen aktuellen Stand kriegen, weil teilweise die Namen nicht mehr richtig passen, die Fotos falsch sind, ja, und bei den Kontrollen das halt teilweise recht schwierig ist, ja, den Namen zu lesen und die Fotos zu erkennen, das ist ein bisschen blöd. Was bringt mir jetzt ein flotter Umtausch? Aus meiner Sicht eigentlich nicht viel. Die alten Führerscheine bleiben nach wie vor gültig. Der Gesetzgeber hat sowieso früher auch schon gesagt, man hätte selber Sorge tragen sollen, dass der Führerschein in einem guten Zustand ist. Das hat aber eigentlich keiner gemacht. Ja, solange man nicht muss, ist es nicht der Fall. Und ab nächstes Jahr wird eine 15-Jahres-Frist hineinkommen, wo dann das Foto immer erneuert werden muss. Und das ist jetzt eigentlich der Grund. Jeder, der jetzt bis 18. Jänner 2013 nicht tauscht, der hat dann einen 15 Jahre befristeten, aber alle anderen, die laufen jetzt sowieso 2033 ab, oder? Genau. Also der Vorteil hält sich eigentlich in Grenzen. Der eine Führerschein ist bis 2028 gültig und der andere Führerschein bis 2033. Ja, man wollte jetzt einfach einmal alle Führerscheine erneuern. Es ist witzigerweise das einzige Dokument, wo es keine Frist gibt. Bankomatkarten, E-Karten, Reisepass. Alle Ausweise müssen wir erneuern, witzigerweise außer einen Führerschein. Für alle, die noch vor dem 19. Jänner 2013 ihren Führerschein umtauschen wollen, überlegt die BH Bruck längere Öffnungszeiten bei der Führerscheinstelle. We'll be right back.
Herzlich willkommen bei Jarbacher, Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur und Lietzen. Das Wichtigste zuerst, verschenken Sie nicht Ihr Altgold, sondern fragen Sie gleich den kompetenten Sachverständigen, bevor Sie Ihre wertvollen Gold- und Silberstücke verkaufen möchten. Jarbacher, Leoben, Bruck und Lietzen bieten Ihnen gratis Schätzung und Barzahlung bei Ankauf. Auch Bilder, Uhren, Möbel, Porzellan, Gläser, handgeknüpfte Teppiche, Ansichtskarten, Briefmarken, Gegenstände aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und vieles mehr werden durch geschulte Sachverständige begutachtet, geschätzt und bei Ankauf bar bezahlt. Rufen Sie an Jarbacher Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur, am Hauptplatz und Lietzen. Jarbacher, denn niemand hat etwas zu verschenken. Was gibt es Schöneres als ein neues Bad? Tenne, Bad und Fliesen. Solidarität und Menschlichkeit, für viele sind dies oft nur leere Worte, nicht so für die Jugend. 5000 Jugendliche haben sich heuer beim Projekt 72 Stunden ohne Kompromiss beteiligt. Auch in Bruck an der Mur war die Jugend fleißig. Die größte Jugendsozialaktion Österreichs, 72 Stunden ohne Kompromiss, geht heuer in die sechste Runde. Unter dem Schwerpunkt Solidarität der Generationen engagieren sich heuer österreichweit 5000 Jugendliche in 400 Sozialprojekten. Auch in Bruck war eine Gruppe Jugendlicher aktiv und hat den Pfarrcaritasladen renoviert. Ja, wir haben hier einen Pfarrcaritasladen in Bruck an der Mur. Es arbeiten hier 20 Damen ehrenamtlich mit. Es ist jeden Tag in der Woche geöffnet und hier hat sich auch eine Jugendgruppe gefunden, die hier den Caritasladen neu einrichtet bei uns. Ja. Wie sehen Sie die Jugendlichen? Heutzutage wird immer gesprochen, die Jugend ist irgendwie ohne Zukunft. Wie sind die Jugendlichen? Wie kommen die bei Ihnen rüber? Also ich war sehr positiv überrascht vom gestrigen Tag. Also wir haben gestern in der Früh begonnen. Es wurde der ganze Laden hier ausgemalt an einem Tag. Sie haben auch die Regale gestrichen. Ich war erstaunt, wie motiviert sie bei der Sache dabei sind, wie engagiert sie das alles machen. Also das Bild von Jugend ist nicht sozial, stimmt für mich überhaupt nicht. Wie wichtig sind solche Aktionen? Ich denke, es ist für die Jugendlichen auch spannend, jetzt zu erleben, dass es auch Menschen in Österreich gibt, die wenig zur Verfügung haben. Hier im Laden haben wir sehr günstige Kleidung, die angeboten wird, die wir alle gespendet bekommen. Und ich denke, es ist für die Jugendlichen einfach auch interessant zu sehen, dass es auch bedürftige Menschen hier in Österreich gibt und dass sie mit ihrem Engagement einfach einen großen Beitrag dazu leisten können, dass es diesen Leuten dann auch besser geht. Was habt ihr jetzt da gestern und heute hier gemacht in Bruck? Also wir haben bis jetzt da den Raum halt die ganzen alten Möbel rausgetragen und dann haben wir die Wände alle gespachtelt und gestrichen und das alles eben geputzt und heute werden wir dann noch neue Möbel reinbringen und die Wände noch ein bisschen bunt verzieren. Machst du das erste Mal bei so einem Projekt mit? Ja. Und wie gefällt es dir? Was sagst du zu so einem Projekt? Ja, also ich finde es voll super, dass es solche Sachen gibt, weil es einem echt sinnvoll ist, dass man so Sozialprojekte macht. Und es ist ja für uns voll lustig. Und, ja. Kannst du dir vorstellen, dass du überhaupt ein bisschen in der Zukunft auch sozial engagieren könntest? Ja, auf jeden Fall. Das schon. Also der Sinn vom Projekt ist für dich? Ja, einfach, dass man halt Menschen hilft, die Hilfe brauchen. Und ja, dass man auch Spaß dabei hat. Seid ihr im nächsten Jahr wieder dabei? Ja, das ist sicher. 72 Stunden ohne Kompromiss. Ein Sozialprojekt, das zeigt, wie Mitmenschlichkeit umgesetzt und gelebt werden kann. Auch Juwelier Schweiger bietet seinen Kunden eine Stunde gratis parken in der Tiefgarage am Hauptplatz. Denn Schmuck aussuchen braucht Zeit.
Die 63. Generalversammlung des Bezirkes Mürzzuschlag ging am 20. Oktober im Veranstaltungszentrum Krieglach über die Bühne. Nicht nur Landjugendliche waren anwesend, auch zahlreiche Ehrengäste und Vertreter anderer Bezirke. Das Landjugendjahr 2012-2013 ist angebrochen. Mit der 63. Generalversammlung des Bezirkes Mürzzuschlag am 20. Oktober im Veranstaltungszentrum Krieglach wurde der neue Bezirksvorstand vorgestellt, über Aktivitäten berichtet und anschließend das Herbstfest mit einer Performance eröffnet. Heute ist es unsere Generalversammlung, da haben wir immer einen Jahresrückblick. Hat eine sehr große Bedeutung, weil das auch eine der Einnahmequellen, der Haupteinnahmequellen für uns ist. Das ist natürlich immer wieder schön, viele Ehrengäste begrüßen zu dürfen hier und mit den Ehrengästen zu plaudern und Kontakte zu knüpfen. Unser Landjugend hat um die 450 bis 460 Mitglieder. Wir sind jedes Jahr erwachsen. Vor allem junge Leute kommen immer wieder sehr gerne zu Landjugend und werden da Mitglied. Unsere Aktivitäten reichen von Sport bis Bildung, also von Fußballspielen bis gewisse Wissensbewerbe, wo landwirtschaftliches Wissen angefragt wird und Produzentenwissen und Allgemeinbildung. Und wir haben ein sehr großes Bildungsangebot, wo persönlichkeitsbildende Themen durchgenommen werden, wie coache ich mich selber, Zeitmanagement, Stressmanagement und so weiter. Man darf dazu sagen, dass sicher die Landjugend im Bezirk die stärkste Jugendorganisation ist. Und wie man heute beim Tätigkeitsbericht in der Generalversammlung vernehmen hat können, auch sicher mit Abstand die aktivste. Wenn man schaut, das Jahresprogramm an Bildungsprogrammen, an sportlichen Tätigkeiten, an gesellschaftlichen, an kulturellen, ja, und vor allem auch auf dem sozialen Gebiet ist die Landjugend aktiv tätig. Heute möchten wir der Öffentlichkeit zeigen, welche Tätigkeiten wir verfolgen, was unsere Erfolge in Sport, Kultur und Brauchtum, also unsere ganzen Tätigkeiten wollen wir aufzeigen. Bei der Landjugend dabei zu sein, lukrativ? Sie machen gute Jugendarbeit, also viel mit der Jugend und viele Ausflüge und Bildungsangebot und so. Das ist schon recht gut. Ich habe relativ gute Erfahrungen gemacht, sei es im Sport, Bildung oder sonst irgendwelche Tätigkeiten, und ich besuche die Veranstaltungen immer wieder gern. Man trifft Leute von früher, junge Leute, bin ich auch immer der Jüngere mit 28. Und ja, nein, ich bin gern da, freut mich. Auf jeden Fall taugt es mir bei der Landjugend, habe ich selber einige Funktionen. Ja, was die Veranstaltung heute für mich bedeutet, Arbeit und vorrangig Spaß natürlich. Wir freuen uns über jeden, der da ist. Und ja, wir hoffen, dass alle anderen auch viel Spaß haben. Wir haben auf jeden Fall Spaß. Das hatten die jungen Leute ganz bestimmt. Auf der Tanzfläche oder in der Disco. Papier- und Geschenkartikel Kalon am Brucker Hauptplatz beteiligt sich bei einer Stunde Gratisparken in der Brucker Tiefgarage. Damit zum Sport und zum Fußball. Hier standen sich die KSV 1919 Amateure und die Sturm Amateure gegenüber. Österreicher haben die Ruhe, die Dinge reifen zu lassen. Deshalb ist auch unser Essen so gut. Das Geheimrezept? Nur nicht hudeln. Die meisten Dinge brauchen Zeit, damit sie richtig gut werden können. Die Natur beeilt sich ja auch nicht. Deshalb heißt es nicht Österreichs schnellstes, sondern Österreichs bestes Bier. Gut, besser, gösser. Badespaß unabhängig vom Wetter. Aqualux Therme Fonsdorf macht's möglich. Auf drei Ebenen bietet die Therme des Lichts, wie sie genannt wird, den Gästen jede Menge Erlebniswelten. Aber auch die Ruheoase für Entspannung und Erholungssuchende ist ein begehrtes Platzerl in der Aqualux Therme Fonsdorf. Das ausgezeichnete Gastronomieangebot vervollständigt das Aqualux Badeerlebnis.
Badespaß für die ganze Familie. Aqualux-Therme Vonsdorf. Die Firma Juri ist ein Unternehmen der Rohrer Group mit Sitz in Nickersdorf bei Leoben und ist spezialisiert auf Industriereinigung, industrieller Gerüstbau, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandtechnik-Isolierungen. All diese Leistungen bietet Firma Juri Industrie- und Privatkunden an. Juri, der Partner in der Umwelttechnik mit Standort in Nickersdorf. In der Regionalliga Mitte wird an diesem Wochenende die 13. Spielrunde ausgetragen und da gibt es ein Steirer Derby. Der Tabellenletzte KSV 1919 Amateure empfängt den Tabellen 13. Sturm Amateure. Und die Kapfenberger als Tabellenletzter haben auf den Vorletzten, auf den TSV Leoben, einen Rückstand von 4 Punkten. Auf Sturm Graz 5 Punkte Rückstand. Folgedessen wird heute unbedingt ein Sieg gefordert. Ein Sieg muss einfach her. Für beide Teams gilt heute das gleiche Motto: Punkte müssen her. Die Jungfalzen stehen gewaltig unter Druck. Heute kann man sich keinen Umfaller mehr leisten. KSV spielt in Rot-Weiß, Sturm hat Anstoß. Gleich zu Beginn der Partie gibt es für Chobadi tolle KSV-Chance. Chobadi scheitert an Stolzer im Sturmtor. Darauf folgend gibt es Freistoß für die Sturmamateure. Christoph nicht entschärft den Freistoßball. Sturm in der Anfangsphase nicht ungefährlich, holt der Eckball heraus. Der Eckball bringt nichts ein. Spielstand nach 25 gespielten Minuten 0:0. In Minute 31 gibt es im Sturmstrafraum nach Ranftl Foul an Fahnenleitner, Elfmeter für Kapfenberg und Gelb für Ranftl. Hirschhofer tritt an und verwertet zum 1:0 für die Jungfalken. Hirschhofer hat da den Strafstoß sicher verwertet. Nicht im KSV-Tor hatte nicht allzu viel zu tun bisher, macht aber einen sicheren Eindruck. Nun gibt es schönen KSV-Angriff. Hirschhofer wird da gut bedient, vergibt aber da diesen hochkarätigen Sitzer. In Minute 37 holt sich bei dieser Aktion Ranftl gelb-rot. Für Ranftl ist es vorbei mit dem Match, muss unter die Brause. Am Spielstand ändert sich vor der Pause nichts mehr. Mit der 1:0-Führung für die Kapfenberger geht's in die Halbzeit. Markus Schopp mit seinen Burschen heute noch nicht zufrieden. Es geht wieder um zwei Thermakarten der Therme Aqualux Vonsdorf. Unsere erste Frage: Die Amateurteams haben ja ganz prominente Trainer. Wer trainiert denn die beiden Mannschaften? Der Kurt Ruß und der Schopp, nicht? Der Sturm. So ist das, Kurt Ruß und Markus Schopp. Und beide sind ja ehemalige Teamspieler, haben oft im Team gespielt. Wie oft hat der Kurt Ruß im Team gespielt? 27 Mal. Und der Markus Schopp? Schopp 56 Mal, ne? So ist es. Und jetzt habe ich die letzte Frage, die dritte. Von wo sind die beiden genannten her? Ja, der Schopp ist sowieso immer bei Sturm gewesen, ne? Ne? Und der andere ist von Mürztal, ne? Der Russ, ne? Ja, genauer gesagt, der Kurtl Russ ist aus Langenwang, hat dort zu spielen begonnen und der Markus Schopp beim ESK Graz. Du hast es super beantwortet, gewinnst zwei Thermenkarten der Therme Aqualux Vonsdorf. Gratulation. Danke. Auf in die zweite Spielhälfte. Den ersten Angriff nach Wechsel gibt es für die Grazer, aber mehr als Eckball holen die Gäste da nicht raus. Die wilden Falken, das sind echte KSV-Fans, unterstützen in einer schwierigen Zeit den Verein, ob Bundesliga oder Regionalliga. Die wilden Falken sind immer mit dabei. Tolle Fans einfach. Die Kapfenberger da mit gutem Gollner Freistoß. Die Gefahr ist für die Gäste noch nicht vorbei, aber mit Glück hat die Schopp-Truppe diese Aktion überstanden. Kapfenberg kommt nun zu einigen guten Möglichkeiten, aber im Abschluss hapert's. Da rollt die Kugel so richtig, aber was fehlt, ist natürlich der zweite Treffer.
Sturm mit einem Mann weniger am Feld kommt nur ganz selten vor das Kapfenbergtor. Dieser Eckball geht an Freund und Feind vorbei. Sträflich werden gute KSV-Chancen vergeben. Die Gäste können dieses Match aber nicht mehr drehen. Das war's. KSV-Amateure schlägt die Sturm-Amateure mit 1:0. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Rustruppe. Marco Schopp zu dieser 1:0-Niederlage in Kapfenberg. Ich glaube, wir haben heute verdient verloren. Die Kapfenberger waren von der ersten Sekunde an präsenter, aggressiver, haben ihr Spiel besser durchgezogen als wir. Wir hatten zwar in der ersten Halbzeit die ein oder andere Halbchance, sind durch schlechtes Stellungsspiel in den Rückstand geraten, durch das das Elfmeter gegeben wurde. Ja, und auch der Ausschluss nachher hat natürlich uns nicht in die Karten gespielt und die Kapfenberger haben die erste Halbzeit nachher klar dominiert. In der zweiten haben wir ein bisschen korrigiert, dann sind wir besser ins Spiel gekommen, auch mit einem weniger. Wenn wir das 1-1 machen, wird es vielleicht nochmal interessant, aber am Schluss haben wir natürlich komplett aufgemacht und da haben die Kapfenberger genug Möglichkeiten noch gehabt aufs zweite Tor. Erwin Fuchs, gestern in Linz gewonnen 3:0 und heute in der Regionalliga 1:0 gegen Sturm Graz Amateure. Ich glaube, das hat heute ganz gut ausgeschaut. So ein Wochenende hast du so ein Schein schon lange nicht mehr gehabt, oder? Das stimmt. Es ist jetzt wieder mal, sagen wir, nachdem der Tag so schön sonnig ist, ist es auch ein schönes Wochenende im Fußball. Zwei Siege und am Nachmittag haben wir auch gewonnen in Dragös mit unserer vierten Mannschaft. Also 9 Punkte bis jetzt und morgen vielleicht gibt es noch 3 dazu. Spielen wir nochmal zu Hause mit in Timlach. Aber es ist ein schönes Gefühl, ja. Nehmen wir jetzt die erste Kampfmannschaft her heute für morgen, erste Liga. Da gibt es ja am Freitag ein Derby gegen Hartberg zu Hause um 18.30 Uhr. Am 26. am Nationalfeiertag. Ich glaube, da wäre natürlich super, wenn da auch ein paar Fans kommen würden. Es ist ein bisschen so, dass die Fans ein bisschen auslassen. Ja, das ist ja leider Gottes in den vergangenen Jahren auch so gewesen. Aber ich glaube, wir machen gute Arbeit für den obersteirischen Raum. Und Sturm Graz war heute mit einer ganz starken Mannschaft hier. Die haben wirklich 4 starke Verstärkungen gehabt von der oberen Mannschaft sozusagen. Und ich kann nur unseren Jungs gratulieren und ich hoffe, dass am Nationalfeiertag die Leute, geht man ja normalerweise ein bisschen spazieren und sie sollen einen Spaziergang ins Stadion machen. Darum bitte ich und wäre ein schönes Zeichen, dass man sieht, wir halten alle zusammen. Was sagt der Goldtorschütze Thomas Hirschhofer zu diesem Sieg? Ja, wir haben, glaube ich, heute verdient gewonnen. Wir machen uns aber leider das Leben immer selber schwer. Wir haben, glaube ich, 5 hundertprozentige Chancen gehabt und leider nicht verwertet. Und so kommst du halt immer unter Druck hinten, kann immer ein Tor fallen für den Gegner. Aber Gott sei Dank, wir sind froh, dass wir das Triebwerk haben und dann endlich einmal einen Sieg wieder eingefahren haben. Aber es war ein kräftiges Lebenszeichen, wenn man das spielerisch anschaut, von der Mannschaft heute. Ja, finde ich auch. Wir haben super gekämpft, eben, wie zuvor gesagt, viele Chancen herausgespielt und ich glaube, dagegen hat kaum, also der Sieg war verdient eben heute. Und das macht natürlich Lust noch mehr. Ja, natürlich. Wir schauen jetzt aufs nächste Spiel gegen Wallern und schauen, dass wir wieder 3 Punkte einfahren. Das wünsche ich auch. Danke. Mit der interaktiven Instrumentierung, dem weltweit ersten Fußgänger-Airbag und seinem exklusiven skandinavischen Design ist er für Sie geschaffen. Ihr neuer Volvo V40. Jetzt Probefahren bei Ihrem Volvo-Partner. Jetzt auch im Autohaus Fürstaller in Obereich. Wühlen Sie auch öfter in Ihren Erinnerungen? Haben Sie diese womöglich auf VHS oder gar auf Super 8 verewigt und wollen Sie diese in toller Qualität wiedererleben? Wir haben die Lösung für Sie. Sehen Ihre Erinnerungen so aus? Wir übertragen Ihre Schmalfilme mit professioneller Filmabtastung auf DVD und Blu-ray. Manuelle Farb- und Helligkeitskorrekturen sorgen für beste Ergebnisse. Links eine Amateurkopie, rechts die Vor-Video-Qualitätsabtastung. Auch für Ihre Videoaufnahmen steht aufwendige Studiotechnik zur Verfügung. Damit können bis zu 140 Minuten Video auf eine DVD übertragen werden. Auf Wunsch stellen wir Ihre Dateien auf unser MyCut-Portal. Dort können Sie einfach eine Schnittfolge festlegen, kürzen und Texte und Blenden einfügen. Unsere Profis gestalten auf Studioschnittplätzen ein perfektes Endergebnis auf DVD oder Blu-ray. Bringen Sie Ihre Filme und Bilder zu unserem Partner.
Sternstunden des Schlagers am 10. November ab 20 Uhr im Volkshaus Kindberg. Mit dabei die Mürztaler Petra Frey, Vanessa Glück, Hanna und das Mugl-Duo. Sternstunden des Schlagers am 10. November im Volkshaus Kindberg. Unsere Sendung Mürztal aktuell sehen Sie täglich von Montag bis Freitag im Kabelnetz der Stadtwerke Kapfenberg und auf unserer Homepage unter www.mematvo.at. Jetzt sehen Sie einige Beiträge der vergangenen Tage. Abgeleitet vom Slogan Bruck bewegt Menschen kann man auch das Motto Hier bewegt sich was sehen. Ab November wird am Institut für Kind, Jugend und Familie in Bruck Turnen für Kinder von 8 bis zu 18 Monaten angeboten. Also mir ist es eben wichtig, dass der natürliche Bewegungsdrang, den Kinder haben, dass sie den ausleben können. Und darum veranstalten wir jetzt hier im Institut für Kind, Jugend und Familie ein Miniturnen, in denen eben auch schon den kleinen Kindern die Möglichkeit gegeben werden soll, sich zu bewegen in einem sicheren Rahmen, wo eben Bewegungen eingeübt werden können und dass man sie eben am Boden runterlässt. Sie können sich austoben, sie können verschiedene Bewegungsformen einüben und ja, weil der Bewegungsdrang ist eben wichtig auch für die Gesamtentwicklung von Kindern, jetzt nicht nur für die motorische Entwicklung, sondern vor allem auch für die Persönlichkeitsentwicklung. Kinder lernen, was kann ich schon, stärken dadurch ihr Selbstbewusstsein und über Bewegung macht man auch soziale Kontakte. Sie bewegen sich aufeinander zu, sie machen gemeinsam was und deshalb ist eben Bewegung so wichtig, dass man das nicht unterdrückt. Ziel ist es, Kindern Freude und Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Es ist wichtig, dass die Kinder, glaube ich, dass das immer ungefähr gleich abläuft. Also zum Anfang werden die Kinder mal begrüßt, sie können hereinkommen mit den Eltern. Dann wird meistens so ein Sitzkreis gemacht mit einem Begrüßungslied. So, das ist so ein Zeichen für die Kinder, jetzt geht es dann los. Ist so ein Ritualfaktor, wo die Kinder sich auch einfach daran orientieren können. Und dann gibt es vielleicht noch so Lieder, die gesungen werden oder Bewegungsgeschichten, wo es zu mitmachen ist, Fingerspiele. Und der Hauptteil wird sicher sein, dass man Bewegungslandschaften aufbaut, wo die Kinder einfach sich darin dann bewegen können. Beim Miniturnen besteht auch die Möglichkeit für Eltern, ihre Erfahrungen auszutauschen. Das Symphonieorchester Biesenberg-Leobendorf beendete am 14. Oktober unter dem Motto Leha und die Frauen den Veitscher Jahrmarkt der Künste 2012. Es war wieder eine tolle Veranstaltung. Ich muss unserer Kulturreferentin, der Gabi Flieser, ein Kompliment machen. Das Programm war toll. Es war wieder für jeden etwas dabei. Einen Wermutstropfen möchte ich doch aber anbringen, und zwar die ganzen Veranstaltungen, alle Veranstaltungen hätten sich mehr Publikum verdient. Und würde mir wünschen, dass das nicht nur jetzt, ich sage jetzt im Mürztal, sondern auch von unseren Feitschern angenommen wird. Unter der Leitung von Musikschuldirektor Walter Reindl spielte das Orchester viele bekannte Melodien. Herr Reindl, heute Leha und die Frauen. Warum gerade dieser Titel? Weil Leha viel mit Frauen zu tun gehabt hat. Nicht im Leben, aber in der Operette. Wie ist es, wenn man ein Heimspiel gibt? Spannend, aber auch zugleich sehr schön und sehr berührend. Was ist für die Zukunft geplant? Musizieren und weiter musizieren. Als Gesangssolisten waren die Sopranistin Veronika Kreuz und der Tenor Fermin Montagut zu hören, die aber auch im Duett ein Lied sangen. Oh!
Das heutige Konzert, das war ein Konzert der Extraklasse. Und ich muss dem Herrn Maestro, den Herrn Walter Reindl, herzlich gratulieren und auch danken und auch den beiden Solisten. Das war eine wunderbare Aufführung. Mit dieser Konzertveranstaltung wurde der 10. Jahrmarkt der Künste 2012 in der Veitsch abgeschlossen. Der Anspruch, Kultur für Alt und Jung erlebbar zu machen, wurde mit diesem Programm von der Kulturreferentin Gabi Flieser und ihrem Team mit viel Freude umgesetzt. Jahre Bahn feiert man dieser Tage gebührend mit einer dreitägigen Ausstellung im Eduard-Schwarz-Haus in Bruck. Bis morgen Mittwoch 12 Uhr kann man noch in die nostalgische Welt der Eisenbahn eintauchen. Und zu sehen gibt es eine Menge. Wir haben sowohl Modellbau und Modelleisenbahn, wir haben auch die alten Bilder, es gibt Bücher, Fachliteratur, also die ganze Historie von 1837 bis zum heutigen Tag wird hier gezeigt. Wenn man sich jetzt mit den Zügen, so wie Sie, etwas näher befasst als Außenstehende, was hat sich von damals zu heute alles verändert? Ja, von der ersten Dampfmaschine bis zum Taurus, der stärksten Lok und der schnellsten Lok der Welt. Ja, da ist ein langer Bogen gespannt, da hat sehr viel Geschichte und Materialplatz. Also die Taurus 8000 PS, ja, da geht schon was ab. Damals galt es mit der Eisenbahn noch Landschaft genießen. Heute sind viele nur mehr darauf bedacht, schnell von A nach B zu kommen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist für beides Platz. Ich sage, die Langsamkeit des Reisens ist sehr wichtig. Das können Sie auf der Breitenauer Bahn genießen. Und Sie können auch mit einem Railjet auf der ÖBB sehr schnell von A nach B fahren. Alte, bereits vergangene Dinge finden in der heutigen schnelllebigen Zeit immer mehr Beachtung. Zu sehen in der Ausstellung auch unter anderem ein Frachtbrief aus dem Jahr 1905, wo, wohl bemerkt, der Frachteintrag bei mir persönlich bereits zur Belustigung beitrug, denn es wurde eine Kiste junger Hund transportiert. Interessant auch die Veränderungen des Brucker Bahnhofs, der aktuell gerade eine Runderneuerung bekommt. Ein Schienenstück aus dem Jahr 1873 ist ebenfalls ein weiteres historisches Stück Geschichte, das begutachtet werden kann. Wilhelm Freiherr von Engert beispielsweise konstruierte die erste serienmäßige Semmering-Lokomotiven. Die Fahrzeit von Glocknitz bis Mürztuschlag, heute nicht mehr denkbar, damals unglaubliche 2 Stunden. Diese und noch viele andere Daten kann man, wie bereits erwähnt, noch bis morgen Mittag 12 Uhr im Eduard-Schwarz-Haus erkunden. 175 Jahre Bahn, eine Reise in die Vergangenheit, vor der wir den Hut ziehen. Schuhhaus Kocher Wild, wir bieten Ihnen eine Stunde gratis parken in der Hauptplatz-Tiefgarage, weil Sie wissen, Schuh probieren braucht seine Zeit. In unserer Serie Damals blicken wir zurück ins Jahr 2010. Im September 2010 kamen in Kapfenberg alle Fans der Luftfahrt voll auf ihre Kosten. In diesem Jahr fand nämlich die große Airshow statt, bei der zahlreiche Piloten ihr Können in der Luft unter Beweis stellten. Das Wetter spielte mit und so pilgerten tausende Zuschauer auf den Kapfenberger Flugplatz, um der Airshow 2010 beizuwohnen. Ein buntes Programm, das am Vormittag startete und den ganzen Tag überdauerte, bekundete den Zuschauern Rundflüge mit dem größten Doppeldecker der Welt, Hubschrauberrundflüge und auch Tandemsprünge. Musik
Ein Manöver des Polizeihubschraubers samt Feuerwehreinsatz waren ebenso sehenswert wie auch der Höhepunkt an diesem Tag. Die Kunstflugvorführung von Red Bull-Pilot Patrick Strasser, der in Kapfenberg bekannt ist wie ein bunter Hund. Aber wie kommt's? Ja, anscheinend. Es sind relativ viele Leute da. Ich glaube nicht nur wegen mir, weil es einfach eine gute Show ist da in Kapfenberg immer wieder. Und für mich ist das natürlich fast wie ein Heim eher schon. Ja, ich bin selber in St. Michael zu Hause und Kapfenberg ist ziemlich die erste Airshow, was dieses Jahr stattfindet. Und ich glaube, das, was ich da vorführe, taugt die Leute einfach, haben viel Spaß dran, das Wetter passt auch. Und was werden die Leute zu sehen bekommen? Die Leute werden zu sehen bekommen einfach ein Programm aus meinem Airshow-Programm und teilweise Figuren vom Wettbewerb. Und schaut ziemlich spektakulär aus. Ich werde heute das erste Mal zur Musik fliegen. Es wird eher in den klassischen Bereich gehen, moderne Klassik. Und bin gespannt, wie das bei den Leuten ankommt. Wie kann man sich das vorstellen? Hört der Pilot im Flugzeug die gleiche Musik wie die Zuschauer hier unten? Ja genau, ich werde versuchen, diesmal mit einem MP3-Player die gleiche Musik im Cockpit zu hören, um eben meine Choreografie der Musik anzugleichen und das gleiche zu fliegen, wie die Musik quasi vorgibt. Eine gut organisierte Veranstaltung mit zahlreichen Höhepunkten, kein leichtes Unterfangen, solch ein Großevent auf die Beine zu stellen. Also Vorbereitungszeit ist gewesen mit Herrn Sieb und mir gemeinsam ein gutes Jahr. Wir haben voriges Jahr im August einen Schluss gefasst, heuer eine Airshow durchzuführen, nachdem die ganze Woche diese Europameisterschaft der Modellflieger stattgefunden hat. Und wie Sie sehen, wir haben Glück gehabt mit dem Wetter, manchmal ist er relativ gut besucht. Worauf läuft diese Airshow eigentlich hinaus? Es geht darum, unsere Flugplätze wieder bekannter zu machen, die Leute mehr dazu zu bringen, wieder Rundflüge zu buchen, weil wir sind ein Verein, der eigentlich nur von diesen Rundflügen lebt, von einigen Mitgliedern, und es ist sehr, sehr wichtig, dass der Platz eine gewisse Bekanntheit aufweist. Wir haben hier also seit August wieder eine Flugschule hier installiert. Wir haben momentan 8 Flugschüler. Unsere Lehrer kommen alle aus dem Profibereich. Wir haben hier also den Chefausbilder der Lufthansa, der ungefähr 2000 Airbus-Piloten ausgebildet hat. Wir haben hier Flugschüler bzw. Fluglehrer aus Graz, die bereits Jet fliegen. Und unsere 5 Fluglehrer, die hier bei uns diese Flugschule betreiben, sind alle aus der Praxis und können natürlich das Ganze weitervermitteln in die Schule auch. Herbstwetter gepaart mit Sommergefühlen, so könnte man die Laune der begeisterten Zuschauer umreißen. Aber was bewegte die Menge, sich die Airshow in Kapfenberg anzusehen? Es ist eigentlich faszinierend, mit was die anheimen. Die haben unten keinen Antrieb oder so, die heimen einfach oben nur mit dem Propeller und durch den Auftrieb. Die ganze Atmosphäre, die Flieger, die Piloten, alles was dazugehört, die vielen Leute, die Gott sei Dank da sind. Weil es einfach interessant ist, das anzuschauen, weil man es nicht so oft sieht. Einfach diese Atmosphäre, was jetzt da ist und die Flugschau. Sicher nicht uninteressant, wenn man mal sowas sieht, weil so oft gibt es das nicht bei uns. Tausende begeisterte Zuschauer, ein abwechslungsreiches Programm und faszinierende Flugmanöver. Einzigartig die Airshow 2010 am Kapfenberger Flugplatz. Over and out. Von der Luft zurück auf den Boden der Tatsachen. In unserer Serie damals befinden wir uns nach wie vor im Jahr 2010. Man soll die Feste ja bekanntlich feiern, wie sie fallen, so auch das Jubiläumsfest der Rossecker in Bruck. Der Trachtenverein Rossecker feierte sein 90-jähriges Bestehen mit dem Tanz- und Musikkulturfestival Interfolk 2010. 6 internationale und eine Vielzahl regionaler Musik- und Volkstanzgruppen verwandelten die Brucker Innenstadt an diesen 4 Tagen in ein buntes Meer internationaler Folklore. Der Bruck ist natürlich auch Volkskulturstadt. Wir haben ja mehrere Vereine in unserer Stadt beheimatet, die sich dem Volkstanz, der Volksmusik ganz besonders widmen. Und einer davon feiert
das 90-jährige Jubiläum, den Geburtstag sozusagen. Und den Rosseckern gilt hier zu gratulieren von meiner Seite und natürlich auch von Seiten der Stadt. Und ich kann nur allen herzlich danken, allen ausländischen Gästen, die hier waren, dass sie nach Bruck gekommen sind, in die Steiermark gekommen sind. Und ich freue mich mit den Rosseckern gemeinsam sozusagen auf die nächsten Jahre und herzliche Gratulation und Glückwünsche den Rosseckern. Beim Sternmarsch auf dem Brucker Hauptplatz und dem anschließenden Wertungstanzen und Platteln präsentierten die Musik- und Volkstanzgruppen die ganze Breite der europäischen Folklore, Trachten- und Musikbewegung. Echtes, unverfälschtes Brauchtum zählt wohl zu den höchsten Gütern einer Kultur. Der Trachtenverein Rosseckar ehrt und lebt diese Bräuche und das seit bereits 90 Jahren. Ja, auf alle Fälle ein Grund zum Feiern. 90 Jahre bedeutet sehr viel Geschichte vom Verein her. 1920 haben sie bereits traditionsbewusste Menschen am Fuße des Rosseck, das 1664 Meter hoch ist und unser Namensgeber ist, zusammengefunden und eine Gruppe gegründet. Heute sind wir über 500 Mitglieder, die uns unterstützen, mit den Kindern fast 600. Wir haben derzeit eine sehr große Kindergruppe mit über 30 Kindern, die wöchentlich zu unseren Proben kommen. Und das freut uns natürlich ganz besonders, denn das ist unser Nachwuchs. Ja, anlässlich unseres 90-Jahr-Jubiläums vom Trachtenverein Rosseckar haben wir uns eben gedacht, wir machen ein 4-Tage-Festival mit Interfolk 2010. Die Idee dahinter war eben, verschiedene Kulturen zusammenzuführen, Brauchtum zu leben, die Haltung der Tänze und ja, verschiedene Kulturen einfach gemeinsam in Tanz und Musik zu erleben. Interfolk 2010, ein einmaliges, farbenprächtiges Kultur- und Jugendfestival in Bruck an der Mur. Das war Panorama für diese Woche. Falls Sie einen Beitrag versäumt haben oder den einen oder anderen Beitrag noch einmal sehen möchten, auf www.mematvo.at finden Sie alle Beiträge zum Nachsehen. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.